Hallo Leute, willkommen bei Basegame TV. Heute mal kein Simulator, diesmal ein vernünftiges Spiel. Das musste ich mir unbedingt zulegen, denn das war eins der ersten Spiele, was ich gespielt habe. Und ich habe das Ganze schon ein bisschen angespielt und würde sagen, wir fahren einfach mal fort und sind direkt im Ladescreen. Aber das geht flott. Schon sind wir hier mitten in der ersten etwas größeren Stadt. Das ist eher ein Dorf, würde ich mal sagen. Ich habe gerade ein paar Quests erfüllt. Können wir hier gucken, immer im Menü. Und bin gerade nur noch beim Hauptquest dran und den machen wir jetzt einfach mal weiter und gucken mal, in welche Richtung wir müssen. Das können wir hier mit der Taste R machen. Da kriegen wir hier so einen schönen Max und Moritz Weg mit so Krümelchen. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Das sieht irgendwie mysteriös aus. Naja, man weiß es nicht. Gehen wir einfach mal ein bisschen lang. Es gibt nur zwei Kameraansichten, ihr seht das schon. Man kann den hin und her wechseln. Und da kommen schon die ersten Gegner. Bam! Ja, ich habe hier so ein paar Fähigkeiten. Und wenn ihr im Hintergrund hört, wie ich klicke, das ist hier leider so. Man muss halt ein bisschen öfter klicken. Tja, da ist er tot. Da liegt er sich schlafen. Und hier kommt eine Kreuzung. Guck mal, wo wir lang müssen. Na, wir müssen da lang. Da war ich noch nicht. Das ist Neuland für mich. Jetzt werden die Gegner mich auch langsam stärker. Ich habe schon vom Freund gehört, dass man wohl nachher nur noch mit seinen Fähigkeiten kämpfen muss. Und da sieht man schon, dass der richtig dick was drauf hat da vorne, der Magier. Ja, bam. Ich glaube, ich sollte mich gleich mal ein bisschen heilen, sonst verfehlen wir hier. Einmal heilen, bitte. Dankeschön. Und jetzt am besten ein bisschen wegrollen. Ja, Toni, gut. Komm, jawohl. Und jetzt hauen wir hier mal ein bisschen durch. Mit der 1, bam. Und schon haben wir sie alle erledigt. Mein neues Schwert bringt halt doch irgendwas. Und was ist das? Aha. Sieht ja ziemlich cool aus. Hoffentlich geht das auch weg. Ja, jetzt geht's weg. Man sollte da nicht so reinlaufen. Man weiß ja nicht, was einen da erwartet. Wahrscheinlich irgendwelche Schadens... Boni wollte ich schon sagen. Ist natürlich falsch. Schadens... Dings, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Wunderbar. Gut, gehen wir mal in die Höhle des Grauens. Die Sturmliedhöhle. Tja, mein zweites Zuhause. Was ist das? Bäm, schlag ich kaputt. Na gut, doch nicht. Kann man das kaputt schlagen? Nee, kann man ja gar nicht kaputt schlagen. Was ist das denn hier? Und da ist auch schon eine hübsche Frau. Tja. Abend, da seid ihr. Ich hatte schon befürchtet, meine Schwester wäre zu spät gekommen und ihr wird getötet oder von den anderen gefangen genommen Ja, worden. was wollt ihr Man denn? sagte mir, ihr hättet Informationen, die nützlich sind. Direkt Ihr könnt ja unten Geschäft. Lesen, ne? Das ist besser, weil sonst ist ihr das hier nicht ein bisschen langweilig. Wo sind sie? Direkt hier in dieser Höhle. In dieser Höhle sind Dies sie. Ein Ja, ich tue es. Ich tue, egal was du willst, ich hab's auch nicht zugehört. Ich tue es einfach. Ich tue alles für dich. Kein Problem. Zieh dich einfach aus. Ah, die Kamera fährt schon automatisch immer weiter runter. Das haben die Entwickler wohl extra gemacht, diese notgeilen Schweine da. So, und wir haben einen neuen Auftrag. Gucken wir direkt mal hier rein. Rettet die Gefangenen. Das machen wir doch. Gucken wir mal, wo uns die Brotkrümel hinführen. Aber erstmal gucken wir hier rechts. Geht's hier weiter? Ne, das scheint mir nur ein. Ne, hier geht's weiter, ne? Soll ich denn jetzt da lang gehen? Ne, ich gehe hier lang. Weil das könnte ein ganz, ganz weiter Weg sein. Mache ich vielleicht besser später und entdecke da mal alles. So, hier haben wir einen Speicherpunkt. Dann machen wir schnell. Speichern ist immer wichtig, denn wenn man stirbt, muss man ab dem letzten Speicherpunkt weitermachen. Nicht so wie bei Dungeon Siege 2, wo man, immer entweder zum Teleporter, oder wie war das? Oder, wenn man Kumpan dabei mit dem Grabstein, den man sich holen musste, dann. Wenn ihr das genau wisst, dann schreibt das nochmal in die Kommentare. Ich weiß, es ist was länger her, dass ich das gespielt habe. Da war noch sogar was bei der Erweiterung anders. Bei Broken World waren es irgendwie die Teleporter und vorher war es mit diesem Grabstein. Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Und hier kommen ja einige an. Ich würde sagen, da fegen wir mit der Fähigkeit 1, wenn die mal funktionieren würde. Ja, nicht Q drücken, Toni. Mach doch mal was richtig. Was kannst du eigentlich? So, bam. Nee, eigentlich war es immer noch nicht das, was ich wollte. Das war das, was ich wollte. Aber das wollte ich eigentlich in die Gegner reinmachen. Jetzt, aber hier. Irgendwie klappt das nicht. Ah, ich habe keine. Nein, nein, nein. Ah, seht ihr? Und genau aus dem Grund habe ich gespeichert. Das war das, was ich eigentlich schon wusste. So drücken wir einfach weiter und sind eigentlich genau da, wo wir gerade schon mal waren. Wunderbar. Also versuchen wir das Ganze nochmal. Und Q und 1 liegen so nah beieinander. Ich verdrück mich da häufig mal. Ich muss mir mal das auf meine G-Tasten legen bei meiner Tastatur. Wer nicht weiß, was das ist. Guckt mal auf die Logitech-Seite und guckt euch die Tastaturen an. So, war jetzt keine Schleichwerbung. Basegame TV macht das schon genug Werbung, ne?
werden mir jetzt die meisten zustimmen. Bam, du mit deiner Pistole kannst mal schön nach Hause fahren. Ist ja schon fast ein Ego-Shooter hier. Weil, ja, es gibt tatsächlich Pistolen hier in dem Spiel. Natürlich keine Ego-Perspektive. Das war natürlich eher so ein Witz, der natürlich nicht so lustig war. Aber wann sind meine Witze schon lustig, ne? Und wir greifen einfach mal die Nächsten an. Und da ist schon die Hälfte tot. Diese Fähigkeit hat es irgendwie drauf, finde ich. Und dafür ist das Schwert hier besser. Man kann also zwischen dem Langschwert und dem Breitschwert immer auswählen mit Q. Und hat dann immer unterschiedliche Fähigkeiten dazu. Wer das Spiel aber sich kaufen sollte, das steht nochmal ausdrücklich beschrieben in der Anleitung. Alles kein Problem. So, das würde ich gerne aufnehmen. Hast du das jetzt? Ja, da ist noch ein bisschen Geld. Was ein bisschen misslungen ist, finde ich, ist die Steuerung. Ich glaube, das liegt an der Konsolenumsetzung. Denn man kann entweder so wie ich mit WASD laufen und auch die Kamera drehen. Oder die Kamera mit dem Mausrad drehen und dann hier mit diesem Pfeil laufen. Aber das ist beides nicht so ganz optimal. Da müsste man vielleicht mal was dran feilen. Vielleicht kommt da nochmal ein Patch raus. Oh, flieg, flieg. Einmal in den Abgrund. Grüß die Delfine von mir. Na gut, ich bezweifle, dass der hier stirbt, das bezweifle ich. Und ich bezweifle, dass da unten Delfine drin sind. Das ist eher sowas für Ratten und böse Viecher. So, gucken wir mal, was wir hier alles neu haben. Da haben wir was Neues. Gucken wir mal. 6 mehr Rüstung, aber minus 6 an Ausdauer. Ausdauer oder Rüstung? 1, 2 oder 3? Na komm, wir nehmen mal das Neue. Das wollten wir doch haben, oder? Ihr wolltet das Neue haben. Ich sehe es euch an. Und da vorne sehen wir den nächsten Speicherpunkt. Diese Federn sind immer zum Speichern da. Für alle, die es noch nicht begriffen haben. Und ein Level Up. Yeah, ich mag Züge. Bam. Und dich mag ich nicht. Hast du es gemerkt? Du brennst. Soll ich dir helfen irgendwie? Ich habe da noch so ein paar Simulatoren im Angebot. Feuerwehrsimulator. Wie ist das andere Ding? Firefighters. Die mit dem unendlichen Schlauch. Das wünsche ich die richtige Feuerwehr auch. Ja, jetzt kann ich erstmal Fertigkeiten auswählen. Schön, dass wir hier im Video ein Level-Up haben. Also, wir haben hier erstmal Fertigkeiten. Da haben wir ja die drei verschiedenen. Das ist hier zum Heilen. Das ist fürs Breitschwert. Das ist fürs Langschwert. So, und ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich habe hier beide schon mal eins erworben und dachte eigentlich, ich mache jetzt hier auch was für. Und zwar Stillschlag 20% mehr Schaden und 20% pro Stufe Feinde niederzuwerfen. Schaden und Niederwerfen machen wir erstmal auch das Braune. Habe ich bis jetzt überall gemacht, überall ein braunes. Bestätigen. Und jetzt müssen wir noch ein Talent erwerben. Ich habe schon Macht des Zorns, Siegessturm. Es gibt entweder die Willenskraft oder den kritischen Treffer. Den wollte ich eigentlich machen. Machen wir auch das. Wunderbar, Talent bestätigen. Haust rein. Und schon haben wir das. Jetzt können wir nochmal auf B gehen, dann zeige ich euch mal alles noch ein bisschen. Man kann ja also mit der Zeit die Fähigkeiten noch verbessern in den einzelnen Stufen. Hier Legionär und Meister, kann man alles machen. Hier sehen wir nochmal die Fertigkeiten, die ihr gerade gesehen habt. Und die Talente ebenfalls. Das war es eigentlich so. Das ist der Hauptbildschirm. Wir haben natürlich noch Inventar. Mit T. Da ist euer Inventar. Auf F könnt ihr hier das Ganze, was wir eben hatten, da könnt ihr mal auswählen, wenn ihr was Neues habt und so. Das ist eigentlich ganz schön gemacht, damit man direkt sieht, was Neues. Und es gibt auch noch einen ganzen Übersichtsbildschirm auf C. Da könnt ihr eigentlich alles auswählen. Also wenn ich jetzt hier auf Quest gehe, dann kommt er wie gesagt in den Questlog. Also wenn man sich die Tasten nicht merken kann, dann drückt man einfach immer auf C. Ja, die Steuerung kennt ihr jetzt schon mal aus, wenn ihr obwohl das Spiel nicht mehr gespielt habt. Natürlich auch interessant, ne? Wir speichern nochmal. Ihr wisst ja, wie gerne ich sterbe. Das macht der Toni sehr gerne. Und da haben wir es schon gesehen. Eine Stunde gespielt bis jetzt. 0,58. Ist ja noch nicht so viel. Und ich bin jetzt schon Level 4. Ich denke eigentlich, das ist... Von der Spielzeit ist das ganz in Ordnung. So. Bäm. Machst du kaputt. Übrigens gibt es 3 Schwierigkeitsstufen. Das ist mir gerade eingefallen, als ich dachte, welche Schwierigkeitsstufe spielst du eigentlich? Ich muss zugeben, ich bin gerade auf ganz leicht umgestiegen. Das lag daran, dass ich letztes Mal so einen kleinen... Dauersterbevorgang hatte und dachte, das geht so nicht weiter, mach mal auf leicht. Ich wollte eigentlich wieder umstellen. Es ist aber wohl so, Mittel ist schon anspruchsvoll. Also für Leute, die noch nie ein Rollenspiel gespielt haben, unmöglich, würde ich sagen. Für Leute, die ein Rollenspiel gespielt haben, schon mal kein Problem. Man muss halt manche Sachen zweimal machen, weil man beim ersten Mal stirbt und sich ein bisschen die Taktik neu zurechtlegen muss. Aber was unmöglich ist, ist dann die schwerste Stufe, würde ich mal behaupten.
Da schreiben sie auch schon in der Erklärung, dass das nichts für Leute ist, die Frustspielen machen, also die dann nach 2-3 Mal sterben so richtig ausrasten. Und ich raste zwar nicht aus, zumindest nicht bei dem Spiel. Ich weiß ja nicht, ob ihr mich schon mal bei Call of Duty erlebt habt. Nein, so schlimm ist es nicht. Wo ist der Escape-Knopf? Stirb! Starte das Spiel! Nein, kritischer Treffer. Bam. Und da ist der Barbat. Kennt ihr den Barbat? Der Barbat ist ein ganz böser. Der Barbat hat nämlich einen ganz langen Bart und schießt mit langen Pfeilen auf mich. Das finde ich äußerst assi von dem und deswegen werde ich ihm jetzt mal richtig fett die Fresse polieren. Ja, so ist es. Bam, mit meinem Kurzschwert. Und da hat er keine Chance. Oh, ich sollte mich auch mal heilen. Aber ich habe ihn besiegt. Einmal heilen. Drei Gesundheit pro Sekunde, glaube ich, ist das. So, und das war's schon. Jetzt müssen wir weiter. Das war's eben noch nicht. Natürlich war es das nicht. Wir sind ja beim Hauptquest, oder wie ist das, ne? Ja, hier. Hauptquest. Rettet die Gefangenen. Müssen wir immer noch machen. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe schon ein bisschen so, Die dunkle Schwester scheint uns wohlgesonnen zu sein. Sie hat das letzte vom richtigen Weg abgekommene Kind zu uns geführt. Lass die Gefangenen frei. Lass die Geiseln frei und verlass diesen Ort friedlich. Dann verschone ich euer Leben. Ha, ihr habt wirklich Mut. Aber das kann ich nicht tun. Mein Auftraggeber fürchte ich weitaus mehr als euch, kleiner Legionär. Kleiner Legionär. Ja, halt doch deine Fresse, kriege ich dich einfach weg und jetzt mache ich dich kaputt oder auch nicht. Ach du Scheiße. Wow, 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 roll dich doch weg, roll dich weg, roll dich weg, roll dich. Und jetzt blocken und eins, heilen. Oh mein Gott, ich kann mich nicht heilen, ich kann mich nicht heilen. Die Vera, die wird mich noch töten. Nein, fuck. Hilfe. Die hat ordentlich was drauf. Ich will mich heilen, jetzt kann ich's. Bam. Was macht die Vera denn da? Die alte Fuchtkanone, Scheiße. Bam. Ich würde sagen, wenn ich jetzt sterbe, ist das Gameplay zu Ende. Weil dann könnt ihr euch das Spiel selber kaufen und die Vera besiegen. Weil die Vera ist nicht nur auf RTL und hilft irgendwelchen Leuten, sondern die Vera tötet auch unschuldige Söldner und Veteranen. Und Toni ist im Gefecht gestorben. Ich würde sagen, ihr habt genug vom Spiel gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Gameplay. Bis dann. Haut rein.